Feuerzug rollt durch Kanada. Autofahrer filmen diese beängstigenden Szenen. Mehrere Wagen des Zuges stehen in Flammen und der Zug fährt so mitten durch die Stadt. Zeugen alarmieren den Notruf. In einem Wohngebiet kommt der Zug schließlich zum Stehen. Feuerwehrleute können die Flammen nach mehr als einer Stunde löschen. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. In den Waggons wurden offenbar Eisenbahnschwellen aus Holz transportiert. Warum sie in Brand gerieten, war zunächst unklar.